Willkommen zu unserer aufregenden Entdeckungsreise. Die NASA hat sich unheimlich still über eine drohende Krise verhalten. Und das bringt Elon Musk auf die Palme. Elon ist für seine offene Art bekannt und hat eine geringe Toleranz für Geheimnisse, besonders wenn es um so viel geht wie hier. Es kursieren Gerüchte, dass sich 2024 ein katastrophales Ereignis ereignen wird. Möglicherweise die größte Bedrohung, der Amerika seit 3 Jahrhunderten ausgesetzt ist. Während die Welt mit Konflikten und Chaos zu kämpfen hat, taucht Musk als warnender Leuchtturm auf, entschlossen, die verborgene Wahrheit zu enthüllen und uns in Sicherheit zu bringen. Aber worum handelt es sich bei dieser bevorstehenden Katastrophe genau? Und welchen entscheidenden Rat hat Elon für uns, um sie zu überleben? Die Uhr tickt und die Antworten könnten alles verändern. Die Ruhe vor dem Sturm. Katastrophen, die sich bis 2024 anbahnen. In den letzten Jahren haben Sie wahrscheinlich gespürt, dass mit unserem Planeten etwas nicht stimmt. Naturkatastrophen scheinen auf dem Vormarsch zu sein. Eine verheerender als die andere, Hurricane, Waldbrände, Erdbeben. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Es ist, als ob die Erde versucht, zu kommunizieren. Und ihre Botschaft wird von Tag zu Tag dringlicher. Elon Musk hat dies zur Kenntnis genommen und erhebt seine Stimme lauter als je zuvor, um uns auf eine drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Wie wir wissen, scheut Elon nicht davor zurück, auf Probleme aufmerksam zu machen, die Aufmerksamkeit erfordern. Und dieses Mal schlägt er Alarm wegen einer Katastrophe, die den Lauf der Geschichte Amerikas für immer verändern könnte. Er glaubt, dass Nordamerika am Rande seiner größten Katastrophe seit 300 Jahren steht, mit der beunruhigenden Möglichkeit, dass sie bereits 2024 eintreten könnte. Dies ist keine bloße Spekulation. Die Forschung der NASA bestätigt seine Behauptungen. Sie haben Muster und Daten akribisch analysiert und dabei alarmierende Warnsignale aufgedeckt, die Elons Bedenken bestätigen. Aber von welcher Art Katastrophe sprechen wir? Es handelt sich nicht nur um ein weiteres schweres Erdbeben oder einen beispiellosen Hurricane. Es handelt sich um ein seltenes Ereignis, das nur einmal in mehreren hundert Jahren auftritt. Und wenn es eintritt, sind die Folgen verheerend. Elons Warnung weist auf einen bestimmten Ort hin, der für seine Gefährlichkeit bekannt ist. Die San Andreas-Verwerfung. Wenn Sie mit dieser Verwerfungslinie vertraut sind, wissen Sie, dass sie die Ursache für zahlreiche Erdbeben in Kalifornien war. Aber was uns im Jahr 2024 bevorsteht, ist eine ganz andere Art von Bedrohung. Wenn wir auf die letzten Jahrzehnte zurückblicken, haben wir einen alarmierenden Anstieg schwerer Katastrophen erlebt. Denken Sie an die Waldbrände, die Kalifornien im Jahr 2020 verwüsteten. Oder an die Hurricane, die im selben Jahr die Golfküste trafen. Diese Ereignisse haben sich in rascher Folge ereignet und einen beunruhigenden Trend offenbart. Die Natur war unerbittlich und entfesselte Hurrikane wie Laura, die Verwüstungen hinterließen, während Waldbrände weite Landstriche vernichteten. Menschen kamen ums Leben, Häuser wurden zerstört und Ökosysteme irreparabel geschädigt. Die Wahrheit ist, dass diese Katastrophen nicht zufällig sind. Sie zeigen ein klares Muster: der Klimawandel. Die globale Erwärmung und die Verschiebung der tektonischen Platten sind allesamt Faktoren, die dazu beitragen. Die NASA hat diese Veränderungen genau beobachtet. Und die Daten sind eindeutig. Naturkatastrophen treten immer häufiger und intensiver auf. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der klimabedingten Katastrophen im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Und dieser Trend wird sich voraussichtlich noch verstärken. Irgendetwas passiert mit unserem Planeten. Und zwar schnell. Der Klimawandel ist zwar ein großer Teil des Problems, aber nicht das einzige, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Tief unter der Erdoberfläche passiert noch etwas anderes. Etwas, das sich seit Hunderten von Jahren aufbaut. Ich spreche vom Magnetfeld der Erde. Die meisten von uns denken nicht täglich über das Magnetfeld nach, aber es ist eines der Dinge, die das Leben auf der Erde ermöglichen. Es schützt uns vor schädlicher Sonnenstrahlung. Und ohne es wären wir in großen Schwierigkeiten. Das Problem ist, dass dieses Magnetfeld schwächer wird. Und das schon seit langer Zeit. Wissenschaftler haben die sogenannte südatlantische Anomalie genau beobachtet. Dies ist ein Gebiet, in dem das Magnetfeld der Erde besonders schwach ist. Und es wird jedes Jahr schwächer. Wenn dieser Trend anhält, könnte dies dazu führen, dass alle Arten von Sonneneruptionen in unsere Atmosphäre eindringen, Satellitensysteme durcheinander geraten und sogar strahlungsbedingte Krankheiten auftreten. Aber hier ist der Clou. Die südatlantische Anomalie ist nur ein Teil des Gesamtbildes.
Das gesamte Magnetfeld der Erde hat sich in den letzten 3000 Jahren um etwa 30 Sekunden abgeschwächt und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 100 Jahre einen kritischen Tiefstand erreichen. Elon ist nicht nur wegen der technologischen Risiken besorgt, obwohl das auch ein großes Problem darstellt. Er ist besorgt, weil dieses schwächer werdende Magnetfeld unseren Planeten anfälliger für katastrophale Naturereignisse machen könnte. Wie das die NASA für 2024 vorhersagt. Und wenn man dies mit den sich verschiebenden tektonischen Platten unter Nordamerika kombiniert, hat man ein Rezept für eine Katastrophe. Was genau erwartet uns also im Jahr 2024? Laut NASA wird es ein massives Erdbeben sein. Und nicht irgendein Erdbeben. Dieses könnte größer sein als alles, was wir bisher gesehen haben. Wir sprechen von einem potenziellen Erdbeben der Stärke 10. Etwas, das in der Geschichte der Menschheit noch nie verzeichnet wurde. Die San Andreas-Verwerfung, die quer durch Kalifornien verläuft, ist eine der instabilsten Verwerfungslinien der Welt. Im Laufe der Jahre kam es hier zu zahlreichen kleineren Erdbeben. Aber nichts davon ist mit dem zu vergleichen, was nach Ansicht von Wissenschaftlern bevorsteht. Sie denken vielleicht, eine Stärke von 10? Das klingt wie etwas aus einem Katastrophenfilm. Und sie liegen nicht falsch. Aber das hier ist nicht Hollywood. Es ist das echte Leben. Und die Wissenschaft dahinter ist erschreckend. An der San Andreas-Verwerfung treffen die nordamerikanische Platte und die pazifische Platte aufeinander. Diese Platten sind ständig in Bewegung. Und wenn sie sich verschieben, setzen sie Energie in Form eines Erdbebens frei. Die Sache ist die, dass sich an der San Andreas-Verwerfung schon seit langer Zeit Druck aufgestaut hat. Und dieser Druck muss irgendwann einmal entweichen. Wenn es passiert, wird es nicht schön sein. Ein Erdbeben der Stärke 10. 0 wäre verheerend. Gebäude würden einstürzen, Autobahnen würden zerbröckeln und in ganz Kalifornien würden Brände ausbrechen. Und das ist erst der Anfang. Das Erdbeben könnte Tsunamis, Erdrutsche und Nachbeben auslösen, die noch Tage, vielleicht sogar wochenlang zu spüren wären. Millionen von Menschen wären betroffen und die Zahl der Todesopfer könnte erschreckend hoch sein. Tatsächlich sagen Wissenschaftler voraus, dass dieses Erdbeben, wenn es 2024 eintritt, die schlimmste Naturkatastrophe sein könnte, die Nordamerika je erlebt hat. Schlimmer als alles in den letzten 300 Jahren. Elon spricht schon seit einiger Zeit darüber. Und er ist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Wissenschaftler der NASA und anderer Institutionen untersuchen seit Jahren die San Andreas-Verwerfung. Und die gesammelten Daten lassen nur einen Schluss zu. Dieses Erdbeben wird kommen und es wird heftig werden. Die Frage ist nur, wann? Elon glaubt, dass es bereits 2024 passieren könnte. Und er fordert die Menschen auf, sich jetzt darauf vorzubereiten. Er ist frustriert, dass nicht mehr getan wird, um die Menschen zu schützen. Und er scheut sich nicht, dies zu sagen. Laut Elon nehmen wir das nicht ernst genug. Wir investieren nicht in die Technologie und Infrastruktur, die erforderlich sind, um einer Katastrophe dieser Größenordnung standzuhalten. Sicher, wir haben Frühwarnsysteme. Aber sie sind bei weitem nicht fortschrittlich genug, um den Menschen die Art von Warnung zu geben, die sie benötigen, um rechtzeitig zu evakuieren. Und selbst wenn wir evakuieren könnten, wohin würden die Menschen gehen? Eine Katastrophe wie diese würde nicht nur Kalifornien betreffen. Es hätte Auswirkungen auf das gesamte Land. Deshalb fordert Elon sofortiges Handeln. Er ist der Meinung, dass wir unsere Bemühungen zur Überwachung seismischer Aktivitäten verstärken, bessere Vorhersagemodelle entwickeln und in eine erdbebensichere Infrastruktur investieren müssen. Und er spricht nicht nur von Gebäuden. Er spricht von allem. Von Verkehrssystemen bis hin zu Stromnetzen. Nach Elons Ansicht müssen wir die Art und Weise, wie wir unsere Städte bauen, überdenken, um sie widerstandsfähiger gegen die Art von Katastrophen zu machen, die auf uns zukommen. Amerika steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Und Elon möchte, dass alle davon erfahren. Die Katastrophe, die die NASA für 2024 vorhersagt, könnte anders sein als alles, was wir bisher erlebt haben. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, könnten die Folgen verheerend sein. Aber wie Elon immer sagt, ist es noch nicht zu spät, Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben noch Zeit, Änderungen vorzunehmen. Aber wir müssen jetzt handeln. Die bevorstehende Katastrophe, was passiert? Wenn die San Andreas-Verwerfung bricht? Wir haben also inzwischen festgestellt, dass das, was 2024 auf uns zukommt, die schlimmste Katastrophe Amerikas seit 300 Jahren sein könnte. Und alle Augen sind auf die San Andreas-Verwerfung gerichtet.
Wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie sich wahrscheinlich schon gefragt, was genau an dieser Verwerfungslinie so beunruhigend ist. Dass alle, einschließlich Elon, so besorgt sind, nun, um zu verstehen, was auf uns zukommt, müssen wir uns die San Andreas-Verwerfung selbst genauer ansehen und herausfinden, warum sie als eine solche tickende Zeitbombe gilt. Die San Andreas-Verwerfung ist ein riesiger Riss in der Erdkruste, der sich über etwa 300 Kilometer durch Kalifornien erstreckt. Vom südlichen Ende des Bundesstaates nahe der mexikanischen Grenze bis in den Norden Kaliforniens. Es handelt sich im Grunde um die Linie, an der zwei der größten tektonischen Platten der Erde, die Pazifische Platte und die Nordamerikanische Platte, aufeinandertreffen und ständig aneinander reiben. Diese Bewegung mag langsam und harmlos klingen, ist es aber keineswegs. Mit der Zeit bleiben diese Platten stecken, und wenn sie schließlich aneinander vorbeigleiten, entlädt sich der aufgebaute Druck in einem Erdbeben. Und wenn das passiert, kann es verheerend sein. Tatsächlich hat Kalifornien dank dieser Verwerfung bereits einige schwere Erdbeben erlebt. Eines der bekanntesten war das Erdbeben von San Francisco im Jahr 1906, das durch die San Andreas-Verwerfung ausgelöst wurde. Es handelte sich um ein Erdbeben der Stärke 7,9, das einen Großteil von San Francisco vollständig zerstörte, massiv Brände verursachte und über 3000 Menschenleben forderte. Die Schäden waren so schwerwiegend, dass es Jahre dauerte, bis sich die Stadt vollständig erholt hatte. Und denken Sie daran, dass dies vor über 100 Jahren geschah, bevor der Staat so dicht besiedelt wurde wie heute. Mit Städten wie Los Angeles und San Francisco, die zu bedeutenden urbanen Zentren heranwuchsen. Stellen Sie sich nun vor, was passieren würde, wenn heute ein Erdbeben mit noch größerer Stärke als 1906 zuschlagen würde. Das schlimmste Szenario, so die Wissenschaftler, ist, dass ein Erdbeben der Stärke 10 eintreten könnte, wenn die San Andreas-Verwerfung endgültig nachgibt. Um das ins rechte Licht zu rücken, das Erdbeben von 1906 war verheerend, erreichte aber nicht einmal eine Stärke von 8 auf der Skala. Ein Erdbeben der Stärke 10 wäre um ein Vielfaches stärker. Etwas, das wir in der aufgezeichneten Geschichte noch nie erlebt haben. Elon Musk hat lautstark darauf hingewiesen, dass wir auf so etwas nicht vorbereitet sind. Er hat darauf hingewiesen, dass die Infrastruktur Kaliforniens veraltet ist und nicht dafür gebaut wurde, einem Erdbeben dieser Größenordnung standzuhalten. Sicher, wir haben seit 1906 einiges verbessert. Aber die Art von Erdbeben, die für 2024 vorhergesagt wird, würde alles, was wir aufgebaut haben, überfordern. Und es sind nicht nur die Gebäude, um die wir uns Sorgen machen müssen. Ein Erdbeben der Stärke 10 würde wahrscheinlich zu weitreichenden Zerstörungen an Straßen, Brücken, Wassersystemen und Stromnetzen führen. Städte könnten in Dunkelheit getaucht werden. Brände könnten ausbrechen. Und Millionen von Menschen könnten ohne Zugang zu grundlegenden Gütern zurückbleiben. Einer der beängstigendsten Aspekte dieser potenziellen Katastrophe ist, dass es sich nicht nur um ein einmaliges Ereignis handeln würde. Das erste Erdbeben wäre für sich genommen schon verheerend, würde aber auch eine Kettenreaktion anderer Katastrophen auslösen. Zunächst einmal könnte das Beben leicht zu einem Bruch der Gasleitungen führen, was wiederum zu massiven Bränden führen würde, die sich in trockenen Gebieten schnell ausbreiten würden. Dies ist etwas, wovor Kalifornien besonders gefährdet ist, wenn man bedenkt, wie häufig dort bereits Waldbrände auftreten. Die Kombination aus großer Hitze, zerstörter Infrastruktur und verzögerter Notfallreaktion könnte dazu führen, dass ganze Stadtviertel in Schutt und Asche gelegt werden. Und dann besteht noch die Gefahr eines Tsunamis. Die San Andreas-Verwerfung verläuft sowohl durch Binnen- als auch durch Küstenregionen. Und wenn vor der Küste ein Erdbeben der Stärke 10 auftritt, könnte es riesige Wassermengen verdrängen und einen gewaltigen Tsunami auf die Küste zurollen lassen. Wir haben schon früher Tsunamis erlebt, zuletzt 2011 in Japan, als ein Erdbeben der Stärke 9 einen Tsunami auslöste, der ganze Städte zerstörte und in Fukushima eine der schlimmsten Atomkatastrophen der Geschichte verursachte. Das Ausmaß der Zerstörung, die ein Tsunami in Kalifornien mit seiner kilometerlangen, dicht besiedelten Küste anrichten könnte, ist fast unvorstellbar. Aber nicht nur Kalifornien ist gefährdet. Bei einem Erdbeben breiten sich die Schockwellen vom Epizentrum aus und betreffen Gebiete weit über die eigentliche Verwerfungslinie hinaus. Je nachdem, wo das Erdbeben stattfindet, könnten Großstädte wie Los Angeles, San Francisco und sogar Las Vegas verheerende Nachbeben erleben.
Gebäude, die nicht dafür gebaut sind, solchen Erschütterungen standzuhalten, könnten einstürzen und noch mehr Tote und Verletzte verursachen. Elon hat seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, wie unvorbereitet wir auf diese Art von Ereignissen sind. Er sagte wiederholt, dass wir die Art und Weise, wie wir unsere Städte bauen, überdenken müssen und dass mehr in eine katastrophensichere Infrastruktur investiert werden muss. Ein Teil seiner Lösung liegt in der Technologie. Mit Unternehmen wie Tesla und SpaceX verschiebt Elon bereits die Grenzen des Möglichen in Bezug auf erneuerbare Energien und Transport. Aber er ist der Meinung, dass wir das gleiche Maß an Innovation auch auf unsere Städte anwenden müssen. Er hat über den Bau erdbebensicherer Gebäude, unterirdischer Verkehrstunnel und dezentraler Stromnetze gesprochen, die im Katastrophenfall nicht ausfallen würden. Eine Idee, die Elon ins Spiel gebracht hat, ist das Konzept der intelligenten Städte, die sich in Echtzeit an Naturkatastrophen anpassen könnten. Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der Gebäude mit Sensoren ausgestattet sind, die seismische Aktivitäten erkennen und sich als Reaktion darauf automatisch verstärken können. Oder ein Stromnetz, das Energie sofort umleiten kann, um großflächige Ausfälle zu verhindern. Diese Art von Ideen mag futuristisch klingen, aber sie sind genau die Art von Innovation, die wir brauchen, wenn wir das, wo es kommt, überleben wollen. Aber wie Elon betont, reicht Technologie allein nicht aus. Auch die Menschen müssen vorbereitet sein. In Kalifornien sind die Bewohner mit Erdbebenübungen und Sicherheitsprotokollen vertraut. Aber die meisten davon sind für kleinere Beben ausgelegt, nicht für das Monsterbeben, das schon bald eintreten könnte. Wenn ein Erdbeben der Stärke 10 zuschlägt, wäre das Chaos die Folge. Die Notfalldienste wären überlastet. Krankenhäuser würden mit Verletzten überflutet werden. Und es könnte Tage, wenn nicht Wochen dauern, bis alle, die Hilfe benötigen, diese auch erhalten. Eine der ernüchterndsten Realitäten dieser Art von Katastrophe ist, dass nicht jeder überleben würde. Die Zahl der Todesopfer bei einem Erdbeben der Stärke 10 wäre erschütternd hoch. Schätzungen zufolge könnten es Tausende, wenn nicht Zehntausende sein. Viele Menschen würden durch die unmittelbaren Auswirkungen des Erdbebens, einstürzende Gebäude, Brände und herabfallende Trümmer sterben. Andere würden jedoch in der Folgezeit an Verletzungen, mangelnder medizinischer Versorgung und sogar an Hunger sterben, wenn die Versorgungsketten für längere Zeit unterbrochen würden. Elon hat sehr deutlich gemacht, dass dies zwar ein schreckliches Szenario ist, wir uns aber nicht damit abfinden müssen. Es ist noch Zeit zu handeln, aber wir müssen jetzt damit anfangen. Er setzt sich für bessere Erdbebenvorhersagesysteme ein, die Menschen vor einem Beben warnen könnten. Im Moment können wir mit der uns zur Verfügung stehenden Technologie bestenfalls ein paar Sekunden Vorwarnzeit erhalten. Aber Elon glaubt, dass wir mit den richtigen Investitionen Systeme entwickeln könnten, die Erdbeben Stunden oder sogar Tage im Voraus vorhersagen könnten. Eine solche Vorlaufzeit könnte unzählige Leben retten, indem sie es den Menschen ermöglicht, zu evakuieren oder sich in Sicherheit zu bringen. Die Frage ist, ob jemand zuhört? Elon schlägt seit Jahren Alarm. Aber es fühlt sich oft so an, als würden die Menschen diese Warnungen erst ernst nehmen, wenn es zu spät ist. Wir haben das bei Waldbränden, Hurrikanen und sogar Pandemien gesehen. Es werden Warnungen ausgegeben, aber erst, nachdem die Katastrophe bereits eingetreten ist, wird gehandelt. Elon fordert alle, von Regierungsbeamten bis hin zu Privatpersonen, auf, diese Bedrohung ernst zu nehmen und sich jetzt vorzubereiten. Denn wenn das Erdbeben erst einmal eingetreten ist, wird es zu spät sein, um noch etwas zu tun, außer zu reagieren. Die Folgen. Was passiert mit Amerika nach der Katastrophe? Wenn das massive Erdbeben, vor dem Elon und die NASA uns warnen, tatsächlich eintritt, wird sich das Leben, wie wir es in Amerika kennen, wahrscheinlich für immer verändern. Die unmittelbare Verwüstung durch ein Erdbeben der Stärke 10 wäre mit nichts zu vergleichen, was wir je zuvor gesehen haben. Aber was passiert in den Stunden, Tagen und Wochen nach dem Erdbeben? Dann könnte es wirklich chaotisch werden. Sicher, irgendwann hört der Boden auf zu beben. Aber die Auswirkungen der Katastrophe werden noch lange nach den ersten Schockwellen zu spüren sein. Es geht nicht nur um die einstürzenden Gebäude oder aufgerissenen Straßen. Es geht darum, wie die Gesellschaft die Scherben zusammenkehrt oder darum kämpft. Beginnen wir mit den unmittelbaren Folgen. Stellen Sie sich vor, es ist nur wenige Minuten nach dem Erdbeben. Gebäude sind eingestürzt, Stromleitungen sind unterbrochen und Menschen sind unter Trümmern begraben. Diejenigen, die das erste Beben überlebt haben, werden mit einer schrecklichen Realität konfrontiert.
Rettungsdienste, die normalerweise nach einer Katastrophe schnell vor Ort sind, können möglicherweise nicht schnell genug zu den Menschen vordringen. Denken Sie darüber nach. Straßen werden unpassierbar sein. Brücken könnten eingestürzt sein und Krankenhäuser könnten überlastet oder selbst beschädigt sein. Bei einer Katastrophe wie dieser sind die Ersthelfer überlastet und es kann Tage dauern, bis alle Menschen, die Hilfe benötigen, erreicht werden. Elon hat genau vor diesem Szenario gewarnt. Er hat darauf hingewiesen, dass wir uns zwar stark auf unsere Notfallinfrastruktur verlassen, diese aber bei weitem nicht für eine Katastrophe dieses Ausmaßes gerüstet ist. Die Technologie und Systeme, die wir haben, sind für kleinere Krisen, Waldbrände, Überschwemmungen und vielleicht sogar moderate Erdbeben ausgelegt. Aber ein Erdbeben der Stärke 10? Das ist eine andere Geschichte. Die Stromnetze würden ausfallen, möglicherweise für Tage oder Wochen. Millionen von Menschen könnten ohne Strom auskommen. Was bedeutet, dass es kein Licht, keine Heizung und keine Kommunikation gibt. Und an einem Ort wie Kalifornien, wo Waldbrände bereits ein großes Risiko darstellen, ist das eine Katastrophe. Ohne Strom steigt das Risiko, dass sich ein Feuer unkontrolliert ausbreitet. Wir haben gesehen, wie schnell sich Waldbrände über den Staat ausbreiten können und nach einem massiven Erdbeben, bei dem Gasleitungen brechen und Funken fliegen, ist es fast sicher, dass überall Feuer ausbrechen würden. Tatsächlich sagen Experten voraus, dass die Schäden durch Feuer genauso tödlich sein könnten wie das Erdbeben selbst, wenn nicht sogar noch tödlicher. Wenn die Santa Ana-Winde, die heißen, trockenen Winde, die über Kalifornien wehen, in dieser Zeit aktiv sind, könnten sie die Flammen anfachen, sodass es für die Feuerwehrleute fast unmöglich wird, die Brände einzudämmen. Deshalb besteht Elon so darauf, eine feuerfestere Infrastruktur zu schaffen. Aber auch das ist etwas, das Zeit und Investitionen erfordert. Während die Feuerwehrleute darum kämpfen, die Flammen einzudämmen, könnte eine weitere Bedrohung auf die Küste zusteuern, Tsunamis. Wir haben bereits erwähnt, dass ein Erdbeben der Stärke 10 riesige Wassermassen verdrängen und einen Tsunami auslösen könnte. In diesem Fall könnten ganze Gemeinden entlang der kalifornischen Küste innerhalb von Minuten ausgelöscht werden. Menschen, die in Küstennähe leben, hätten nicht viel Zeit, um zu evakuieren. Und selbst wenn sie es versuchen würden, würde das Chaos auf den Straßen eine Flucht erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Und vergessen wir nicht die Nachbeben. Erdbeben dieser Stärke werden oft von einer Reihe kleinerer Beben begleitet, die noch Tage oder sogar Wochen nach dem ersten Beben andauern können. Diese Nachbeben sind zwar nicht so stark, aber dennoch stark genug, um bereits geschwächte Gebäude und Infrastruktur zum Einsturz zu bringen. Für diejenigen, die das erste Beben überlebt haben, können die Nachbeben genauso furchteinflößend sein wie das Hauptbeben und sie in einem ständigen Zustand der Angst und Unsicherheit zurücklassen. Was passiert also als nächstes? Sobald sich der Staub gelegt hat, beginnt die eigentliche Herausforderung, der Wiederaufbau. Und glauben Sie mir, das wird nicht einfach. Es würde Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, sich von der Zerstörung zu erholen, die eine Katastrophe dieser Art anrichtet. Ganze Städte könnten in Trümmern liegen und die Kosten für den Wiederaufbau könnten in die Hunderte von Milliarden gehen, wenn nicht sogar noch höher. Wir haben schon früher die Folgen von Katastrophen erlebt. Denken Sie an Haiti nach dem Erdbeben von 2010 oder an New Orleans nach dem Hurricane Katrina. Die unmittelbare Zerstörung ist herzzerreißend, aber der langfristige Wiederaufbau kann ebenso entmutigend sein. Elon Musk hat seine Vision für die Wiederaufbauphase zum Ausdruck gebracht. Und es geht nicht nur darum, das wiederherzustellen, was einmal war. Es geht darum, eine widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen. Elon sieht diese Katastrophe als entscheidenden Moment, um die Stadtentwicklung zu überdenken. Seine Vision setzt sich für eine intelligentere, nachhaltigere Infrastruktur ein, die künftigen Katastrophen standhalten kann. Dieser Ansatz umfasst alles von erdbebensicheren Gebäuden bis hin zu dezentralen Energiesystemen, die auch dann noch funktionsfähig sind, wenn das Hauptnetz zusammenbricht. Ein entscheidender Aspekt von Elons Plan dreht sich um Energie. Derzeit ist ein Großteil Kaliforniens auf traditionelle Stromnetze angewiesen, die anfällig für Erdbeben, Brände und andere Katastrophen sind. Durch die Nutzung erneuerbarer Energielösungen wie Solar- und Windenergie in Kombination mit fortschrittlichen Batteriespeichern können wir jedoch ein robustes Energiesystem schaffen, das jeder Katastrophe standhält. So Elon. Tesla leistet mit Produkten wie der Powerwall
die Privathaushalte und Unternehmen bei Stromausfällen mit Energie versorgen soll. Bereits Pionierarbeit im Bereich der Energiespeicherung. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der ganze Städte von erneuerbaren Energien leben und die Abhängigkeit von anfälligen zentralen Netzen drastisch reduziert wird. Aber Elons Vision beschränkt sich nicht nur auf Energie, sondern erstreckt sich auch auf den Transport. Einer seiner futuristischeren Vorschläge ist die Schaffung unterirdischer Verkehrstunnel. Ein Projekt, das derzeit mit der Boring Company entwickelt wird. Diese Tunnel würden eine sicherere, weniger anfällige Art des Reisens bieten und es Menschen und Rettungsdiensten ermöglichen, sich selbst inmitten des Chaos durch eine Stadt zu bewegen. Stellen Sie sich vor, Sie steigen in eine Kapsel und gleiten durch einen unterirdischen Tunnel, um die Stadt zu durchqueren, ohne von Störungen an der Oberfläche beeinträchtigt zu werden. Das mag wie ein Science-Fiction-Traum klingen, aber genau diese Art innovativer Lösung schwebt Elon vor, um Leben zu retten. Doch beim Wiederaufbau nach einer Katastrophe dieser Größenordnung geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um die menschliche Erfahrung. Die emotionale und psychologische Belastung durch ein schweres Erdbeben wäre erschütternd. Nicht nur durch die vielen Todesopfer, sondern auch durch die Auswirkungen auf Familien und Gemeinden. Vertreibung, Verlust und Traumata würden Teil der Geschichte werden und Narben hinterlassen, die jahrelang anhalten. Dennoch hält sich Elon nicht mit dem Negativen auf. Er ist sich zwar der harten Realität bewusst, die vor uns liegt, konzentriert sich aber auf die Wachstumschancen. Er glaubt, dass wir, wenn wir aus dieser bevorstehenden Katastrophe lernen, sie als Sprungbrett für einen transformativen Wandel nutzen können, um eine stärkere, widerstandsfähigere Gesellschaft zu schaffen. Es geht nicht darum, Katastrophen gänzlich zu vermeiden, das ist oft unmöglich, sondern darum, uns für die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen zu rüsten. Aus Elons Sicht könnte dieses Erdbeben als Weckruf dienen, der uns dazu veranlasst, unseren Lebensstil, unsere Infrastruktur und unsere Reaktionen auf zukünftige Herausforderungen neu zu bewerten. Was ist also der nächste Schritt? Letztendlich hängt es von unserer Bereitschaft ab, die Warnungen zu beherzigen. Die Zeichen sind eindeutig und die Daten unbestreitbar. Eine große Katastrophe zeichnet sich am Horizont ab. Wie Elon betont, ist es jedoch noch nicht zu spät, Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben die Chance, in die Technologie und Infrastruktur zu investieren, die für unser Überleben notwendig sind. Aber die Frage bleibt, werden wir proaktiv handeln, bevor das Beben zuschlägt? Oder werden wir warten, bis es zu spät ist? Eines ist sicher, Elon ist keiner, der tatenlos zusieht. Er arbeitet bereits daran, dass wir zum richtigen Zeitpunkt so gut wie möglich vorbereitet sind. Die Zukunft mag ungewiss sein, aber mit der richtigen Einstellung und den richtigen Werkzeugen können wir alle Herausforderungen meistern, die auf uns warten. Was halten Sie von diesem Thema? Sind Menschen für Elon Musk wirklich wichtig oder ist das alles nur leeres Gerede? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, indem Sie unten einen Kommentar hinterlassen. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf Gefällt mir. Das ist unsere Motivation, uns weiterzuentwickeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video.